Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, kurz angespielt von holase-linusgaming.de. Im Zuge der das reinste Kinderspielreihe wurde unter anderem von unseren Forenmitgliedern auch Tux Paint genannt. Und ich dachte erst, Tux Paint ist ein Malprogramm. So viel zu den Fakten, aber ich habe mich auch daran erinnert, wie ich so die ersten Gehversuche an einem Homecomputer gemacht habe. Es dürfte ein 286er gewesen sein. Und ja, was macht man als kleines Kind an einem Homecomputer, wenn der werte ja, Erwachsene in der Nähe noch meint LAX oder was ich Crazy Cat oder wie das alles hieß damals, ist noch ein bisschen zu schwierig. Ja, man wird vor Paint gesetzt damals noch. Paint von Windows 3.11. Und da Windows 3.11 lange tot ist und alles, was danach kam, eigentlich nur schlechter wurde, würde ich einfach sagen, wir als stolze Linuxer greifen uns natürlich das passende Derivat dazu und schauen uns Tux Paint an. Also Tux Paint ist ein Malprogramm, speziell designt, unschwer zu erkennen für die lieben Kleinen. Und ja, wir gucken einfach mal, was hier jetzt so bei rauskommt. Okay, es ist schon mal mit Ton hinterlegt, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und ja, soweit. So gut. Stimmt. Oh mein Gott. Dog. Ach du. Wow, es hat sogar einen edukativen Hintergrund. Ich mach mal den Ton ein bisschen leiser. Weil ich nicht weiß, wie das durchhämmert. Gott. Wir packen es mal hin. Ja. Okay, cool. Oh mein Gott. Der macht das immer wieder neu, kann das sein? Blackbird. Wahrhaftig. Wie fies. Gut, A duck. die Sprachausgabe ist leider Gottes nur in Englisch, aber pff, ist auch nicht so schlimm. Ich denke, wir kommen auch so klar, beziehungsweise der werte Nachwuchs wird damit sicherlich seine Freunde haben. Ich, ja. Ich sag nur so viel. Irgendwelche Figuren und Sprechblasen. Gut, Linien ziehen ist, glaube ich, auch soweit klar. Dürfte zu den weniger interessanten Dingen gehören. Lustiges Formen malen. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Also man kann der ganzen Geschichte jetzt nicht irgendwie eine Nicht-Professionalität vorweisen, weil man das doch recht bequem alles machen kann. Text ist klar. ABC. Verschiedene Formen. Okay. Okay, alles klar. Was ist denn Magie? Blöcke. Ah ja, okay. Nett. Unschärfe ist dann wahrscheinlich auch ziemlich klar. Jawohl, ja. Blöcke. Oh, das ist episch. Gut. Kleinere Blöcke. War nicht schlecht. Schönschrift. Ah. Gut. Comic. Verstehe. Comic. Na gut. Kreide. Okay. Ach so, Black and White. Color Shifting. Konfetti. Gut. Was haben wir noch? Abdunkeln ist klar. Verzerren ist ziemlich klar, denke ich. Wobei Verzerren bei Bildern natürlich episch ist. Komm her, du Frosch. Tropfen. Oh, der ist nicht schlecht. Schöner Effekt. Okay. Edges. Verstehe. Klar. Gut. Fischei. Ich muss ganz ehrlich sagen, so als Erwachsenenvorstand würde ich mal. Das erste, was ich mit Kitty kaufen würde, wären, glaube ich, Kopfhörer. Das ist wirklich hier mit dem Tuxpay rumeicht. Aber ansonsten. Ah ja. Ansonsten kann man eigentlich echt nichts sagen. Also, ich find's ziemlich gut. Rückgängig, klar. Wiederherstellen, auch klar. Radierer ist auch klar. Neue File mit rotem Hintergrund. Mit buntem Hintergrund. Okay, das ist schade. Willst du dein Bild vor dem Öffnen ein anderes Bild speichern? Ja, speichern. No, don't bother saving. Natürlich will ich das speichern. Ah, wie schön. Wo hat denn das jetzt hingespeichert? Ich hatte gar keinen Dateinamen angegeben. Was macht der hier unten eigentlich? Gar nichts.
Ja. Dann ist ja alles klar. Die ersten Mal versuchen sollten, glaube ich, nie, ja, nie zeichnend stattfinden. Beziehungsweise nie schreibend. Das sieht furchtbar aus. Was gibt's denn noch? Oh! My heart skips a beat. Okay, ist auch klar. Hui. Gut, gut, gut. Ja. Was ist denn Rain? Ja gut, ist eigentlich selbsterklärend, was Rain ist. What? Ich kenne das nur in einem anderen Kontext. Okay, das ist cool. Schön fahren. Okay, cool. Nice. Sharpening, auch klar. Silhouette. Nice. Nettes Tool. Verwischen. Ist auch klar. Mein Gott, wie viel gibt's denn hier? Tornado. Ah. Moment, das hätte ich gerne nochmal neu gesehen. Und dann ist es auch, glaube ich, genug. Ich glaube, ich habe genug gezeigt. Ist in etwa... Nee, ist nicht so wichtig. Ist, glaube ich, ziemlich klar, was dieses Programmchen alles so macht. So, Flatsch. Genau, und jetzt hätte ich gerne nochmal... Ah, kann man sogar ziehen. Ja, nicht unbedingt das Schlechteste. Was ist das? Okay. Snowballs. Kommt fast an die Löschfunktion von Mario Paint dran. Mario Paint, hab ich auch geliebt. Fällt mir gerade ein. Super Nintendo Mario Paint. Oh Gott. Gut. Toothpaste. Dann würde ich fast sagen, das war ein kleiner Abstecher in die feine Welt des Malens. Kinder werden es lieben, würde ich sagen. Und ja, das zu dem Thema. Schaut es euch an, Tux Paint, schnell installiert, waren glaube ich 50 MB im Download, Open Source, kostenlos zu haben und sollte auf keinem kindgerechten Rechner fehlen. Und wenn es nur dafür ist, um zweimal oder dreimal im Jahr die liebe Verwandtschaft ein bisschen zu beschäftigen, kann es auch nicht so schlimm sein, oder? Ja, das zu dem Thema. Schön, dass ihr mit dabei wart. Man sieht, schreibt, spricht und das nächste Mal spielt man sich auch wieder. Das war ein Video für die das reinste Kinderspielreihe von Olase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Das war der falsche Abschlussspruch. Egal, ist ja auch kein richtiges Spielvideo. Macht's gut!